Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade aus dem Flieger ausgestiegen. Ich war eine Woche im Urlaub und deswegen ist auch kein Video mehr von mir online gegangen. Aber jetzt mit neuer Energie geht es in eine neue geile Skisaison und heute mit einem ganz, ganz besonderen Video, denn heute geht es zu meinem neuen Sponsor. Wer das ist, das seht ihr in dem Video und ich werde in dem Video auch darauf eingehen, wie es zu der Kooperation gekommen ist, warum ich mich entschieden habe, dahin zu gehen und ja, auch ein bisschen, was euch in dieser Saison erwartet. Also ganz, ganz viel Spaß. So, und jetzt im Auto unterwegs mit der einzig wahren Resel. Resel Ski. Na, wie geht's hier? Sehr gut. Sehr windig draußen. Ja, voll. Ich bin jetzt eben gelandet und jetzt auf dem Weg zu meinem neuen Sponsor mit der Theresa und das ist ganz cool. Diese Saison wird Theresa mir noch mehr helfen als in den letzten Saisons, weil letzte Saison, ihr wisst ja, ich war ein bisschen unzufrieden, dass ich so wenige Videos hochgeladen habe. Ich hätte mir eigentlich viel mehr vorgenommen und damit das diese Saison nicht nochmal passiert, muss ich halt mehr Aufgaben auch abgeben. Und ja, da die Theresa jetzt bald ein neues Studium beginnt und sich ein bisschen was dazu verdienen möchte und er auch immer noch passionierter Skifahrer ist und Bock hat, da mit mir das Projekt weiter anzugehen, auch so ein bisschen die Vision auch so ein bisschen leben, ne? Begeistert für Skifahren zu sein, begeistert fürs Leben zu sein, werden wir vermehrt zusammenarbeiten. Ja. Und in dem Sinne hilft Theresa mir auch heute dann, die Videos bei meinem neuen Sponsor zu produzieren. Sollen wir schon verraten, wo es hingeht? Steht vermutlich eh im Titel, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, wir sind auf dem Weg zu Völkel Marca Bello. Also einmal die komplette Montur, Skier, Skischuhe, Helm und Brille. Und ja, warum bin ich da hingegangen? Darauf gehen wir mal später ein. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir da hinkommen. Wir müssen noch den Dreh absprechen, weil wir einige Videos für euch geplant haben. Wir wollen jetzt wirklich da mit Völkel einen richtig geilen Mehrwert für euch schaffen. Und bis dahin schauen wir, dass wir gut ankommen. Und Leute, ich muss sagen, ich bin richtig müde jetzt. Ich bin um 4.20 Uhr aufgestanden und musste oder habe im Flugzeug noch ein bisschen gearbeitet und ja, könnte schon wieder Urlaub vertragen, aber halb so wild. Gleich einen Kaffee, ein bisschen was zum Essen und dann geht das schon wieder. Völkel angekommen und ihr seht, ich habe schon ein T-Shirt an und ich habe jetzt das große Privileg, mit dem Dominik Grunert hier durchs Werk gehen zu dürfen. Und der Dominik, der ist Projektleiter Entwicklung, genau. Vor allem Freeride und Kinderski und ja, ein wahrer Experte in dem Bereich. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind jetzt gerade hier im Wageneingangslager. Ihr habt jetzt gerade vielleicht schon so die Stahlkanten gesehen, die Belege. Ihr habt mir gerade gesagt, unterschiedlich temperiert, damit die Rohstoffe dann auch so verarbeitet werden können, wie es geplant ist. Und genau. Bin gespannt, wo wollen wir als nächstes hingehen? Als nächstes gehen wir in den Siebdruck, schauen wir mal, wie unsere schönen Grafiken erstellt werden und produziert werden. Und dann arbeiten wir uns einfach Schritt für Schritt die komplette Produktionslinie durch. Sehr cool, ich freue mich. Auf geht's!
So Leute, ich bin jetzt hier mit dem Hannes. Grüß dich. Hi, servus. Hannes, was ist deine Funktion hier bei Völkl? Ich bin Rennsportverantwortlicher bei Völkl für Deutschland Nachwuchs und koordiniere die Nachwuchsförderung bei Völkl. Mega cool. Ja Leute, wir haben gerade einige Videos für euch produziert, Thema Skischuhe, wenn ihr Skischuh drückt, welchen Skischuh ihr wählen solltet, was so Faktoren sind, wie das auch mit dem Flex, Materialstärken funktioniert. Checkt die Videos auf jeden Fall ab und dann auch mega spannend, wir haben hier das Werk angeschaut und da habe ich erfahren, dass ihr für Qualität und Performance steht und ich freue mich, das in der nächsten Saison repräsentieren zu dürfen, weil das auch wichtige Werte für mich sind. Ihr wisst, ich fahre gerne sehr performanceorientiert und freue mich jetzt auch auf das neue Material. Und das sieht schon sehr vielversprechend aus. Ich habe mir natürlich auch das ein oder andere Teil ausgesucht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den Riesenslalom-Ski. Ja, also wir haben hier einen Riesenslalom-Ski, den Race Tiger GS Pro 1,85, 21 Meter Radius. Ich bin eigentlich immer Riesenslalom gefahren, auch bei schlechtesten Bedingungen einfach, weil ich finde, der gibt ein richtig geiles Feedback. Was kannst du mir zu dem Ski sagen? Was ist das Besondere an dem? Also der Race Tiger ist bei uns eigentlich eine Völkl-Legende. Damit ist Völkl wirklich berühmt geworden im Weltcup, was für uns einfach der Maßstab ist, um Technologien auch für den Otto-Normalverbraucher auch nutzbar zu machen. Und der Race Tiger gibt es seit den 70er Jahren. Und hat nach wie vor die Technologien, was wir im Rennsport verwenden, im Weltcup, weiterhin verbaut. Da ist zum Beispiel zu nennen das 3D UFO. Das ist ein Schwingungsdämpfer, damit erreichen wir, dass einfach die Schaufel sehr ruhig auf dem Schnee liegt und wir stets eine super Schwungeinleitung haben. Wir sofort ein Feedback vom Ski bekommen. Dann ist es natürlich so, dass das relativ viel Titanal verbaut ist, weil es einfach im sportlichsten Segment ist. Und wir haben auch die Original-Marker-Weltcup-Platte hier verbaut mit einem Dämpfermaterial auch nochmal hier in der Mitte. Und das soll einfach auch für die Ruhe im Schwung sorgen, dass der Ski ruhig liegt und dass wir stets unter Kontrolle dann den perfekten Schwung fahren können. Ja, mega cool, da freue ich mich sehr drauf. Meinst du, den kann ich auch geil im Kurzschwung bewegen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Das sage ich mal schon auf jeden Fall für den Riesenslalom gedacht, also eher für einen längeren Radius. Da liegt er auch sehr ruhig in der Kurve. Für einen kürzeren würde ich dir eher den Slalom-Ski dann empfehlen. Der ist dann bei den kürzeren Schwüngen mehr geeignet. Besser geeignet, ne? Aber ja. Dennoch ist das sicherlich eine Herausforderung wert. Dann gehen wir mal weiter. Hier ein richtiger Leckerbissen. Das ist, glaube ich, so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, genau so ist es. Das ist der Deacon 84 Lowride, der kommt im Prinzip mit Technologien von der Freeride-Szene, von den Freeride-Ski, aber auch von Technologien, die wir im Pistensegment, im All-Mountain-Segment kennen. Das heißt, den Ski kann ich sowohl auf der Piste bei härteren Bedingungen perfekt nutzen, aber auch bei weicheren Bedingungen, wenn es jetzt zum Beispiel im Frühjahr ein bisschen firniger wird oder zum Beispiel auch ein bisschen Off-Pist fahren, so ein bisschen neben der Piste, dafür ist er auch sehr geeignet. Was den einfach auszeichnet, ist, dass er extrem variabel ist von der Spuranlage, ist wesentlich variabler noch als der Race Tiger. Dadurch kriegen wir hier einen All-Mountain-Ski. Das erreichen wir dadurch, dass wir hier drei Radien, das ist einzigartig so, verwenden. Das heißt, der Ski hat im oberen Bereich einen größeren Radius, wird dann einen kleineren Radius in der Mitte haben und im unteren Bereich ist dann wieder ein größerer Radius. Das gibt uns einfach die Variabilität beim Schwung. Ich glaube, das ist auch ein Ski, der für viele von euch sehr, sehr interessant sein kann. Einfach, wenn man nur einen Ski haben will, dann holt man sich jetzt nicht unbedingt einen 1,85er Race Tiger, sondern eher einen Ski, womit man dann auch, wenn es an Ostern am Morgen richtig angezogen ist, richtig firnig ist, dann fahren kann, aber auch wenn dann die Buckeln am Nachmittag kommen, vor allen Dingen so in den großen Skigebieten, die hoch frequentiert sind, die Pisten, dass man da sich dann auch noch gut bewegen kann. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und ich bin auch sehr auf den Tailrocker gespannt, weil ich bin früher viele All-Mountain-Ski gefahren, die dann keinen Tailrocker haben und ich glaube, das gibt dann auch mal so ein bisschen mehr Wendigkeit. Oder? Ja, na absolut. Also es ist ein Tip im Tailrocker und eben durch die drei Radien, Tip and Tail Rocker und auch durch die neue Bindung, die wir hier verwenden. Das ist eine Lowride-Bindung von Marker, die ist einen Zentimeter tiefer als die Wide Ride, die ihr vielleicht schon kennt.
Und das macht einfach möglich, dass wir sehr schnell von Kante zu Kante wechseln können und uns variabel im Gelände bewegen können. Zudem hat es auch Technologien, was man zum Beispiel vom Mantra schon kennen. Das ist der Titanalrahmen, sieht man auch, denke ich, ganz gut hier, um einfach Gewicht zu sparen und die Dynamik von einem Titanalski zu erreichen. Genau, also jetzt hier der Rahmen, das heißt dann letztendlich, dass hier dann in der Mitte kein Titanal ist. Genau, und dann jetzt noch ein richtiger Leckerbissen. Hier der Mantra V-Works. Mantra V-Works. V-Works. Ja. Das ist der Ski, den der Dominik tatsächlich konzipiert hat. Den habt ihr in dem Video gesehen, wo wir durchs Werk gegangen sind. Und ich glaube, das ist ein ziemlich einzigartiger Ski. So wie ich gehört, auch einer eurer erfolgreichsten Skier, also der Mantra M5. Jetzt hier in der Carbon-Variante. Und ich bin super gespannt, ob dieses Leichtgewicht auch dennoch noch eine gute Performance hat. Ein bisschen schon mal gefahren, oder? Also auf jeden Fall. Also ist einer meiner Lieblingsski auf jeden Fall im Backcountry. Wenn man was sucht, was zwischen Touring und Freeride sich bewegt, dann ist einfach der Mantra V-Works das Mittel der Wahl. V-Works heißt bei uns immer, dass wir von den Technologien schauen, dass wir das Maximum rausholen, was aktuell möglich ist. Wir haben hier einen Carbon-Ski, wir haben aber trotzdem auch eine Titanallage reingebaut, was einfach den Ski ruhiger macht im Laufverhalten. Und durch das Carbon wird er einfach super leicht. Ja. Ihr kennt vielleicht auch unsere BMT-Reihe, da haben wir auch einige Technologien von den Touring-Ski übernommen und die finden sich alle hier im Mantra V-Works wieder. Mega spannend. Und ich werde dem Dominik da auf jeden Fall noch mal ein Feedback geben, weil ja, das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig. Und ihr wisst, die Kraftübertragung auf dem Ski fängt natürlich beim Skischuh an. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf dieses Baby hier. Weil ja, ich bin in den letzten Jahren immer einen Freeride-Schuh gefahren, also der eine gute Flexhärte hat, aber halt die Hike-Funktion. Jetzt hier das erste Mal wieder einen race-orientierten Pistenschuh. 140er Flex, ich bin gespannt. Ja, nee, absolut. Also der Dalbello 140 oder der DRS 140, der kommt mit den 98er Leisten, was wirklich ein sportlicher Pistenschuh ist. Wir haben alle Technologien verbaut aus dem Weltcup, was auch eine Alice Robinson beispielsweise fährt, dieselben Materialien verwendet. Und wir versuchen natürlich hier die Erkenntnisse, was wir im Weltcup sammeln, auch in den, für den Otto-Normalverbraucher dann auch greifbar zu machen. Ganz genau. Mega spannend. Und dann jetzt noch ein richtiges Schmankerl hier. Letzte Saison mit einem Alpinisten eine Skitour gemacht und ich mit meinem Sachen viel zu schwer, bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Und da habe ich mich gefreut, dass ihr den Lupo Air aufsetzt. Jetzt super, super leicht. Also ich weiß nicht, ob der um die Hälfte weniger wiegt als der andere Schuh, aber so gefühlt ist er super leicht. Und ich bin gespannt, wie das Teil hier abgeht. Hat auch noch eine gute Flexhärte, ne? 130. Ja. Ja. Ja, ganz genau. Also der Lupo, der ergänzt jetzt unsere Lupo-Serie, die ihr kennt als Freeride Touring Boot. Extrem performanceorientiert, was die Abfahrt angeht. Uns war es wichtig, dass wir jetzt noch eine Stufe leichter werden. Der hat ungefähr 1300 Gramm. Was wir erreichen dadurch, dass wir hier keine Zunge wie beim Lupo verwenden, sondern hier eine breitere Manschette verwenden mit zwei Ratschenschnallen, die hier über einen Kabelzug dann verbunden werden, macht das Ganze insgesamt leichter und wir haben die Abfahrtsperformance, die wir wollen. Und beim Aufstieg tun wir es natürlich leichter, weil es einfach insgesamt ein leichterer Schuh ist. Das Besondere hier ist auch, dass wir einen Griller mitverwenden mit Glaskugeln. Sprich, um die Steifigkeit, um den Flex zu generieren, haben wir Glasfaser oder ein glaskugelverstärktes Kunststoff verwendet. Das ist so einzigartig in der Skischuhindustrie und das gibt einfach die Steifigkeit auf der einen Seite für die Abfahrtsperformance und die Leichtigkeit beim Aufstieg. Ja, spannend. Vielen Dank. Also habe ich hier quasi die perfekte Kombi für den Ski, würde ich mal sagen. Ne? Ja, absolut. Also hier zusammen mit der Marke M-Works Bindung. Das ist quasi nochmal eine leichtere Kingpin. Wiegt um die 650 Gramm und ist carbonfaserverstärkter Kunststoff. Dadurch erreichen wir die Leichtigkeit. Wir haben auch hier ein bisschen die Hebel optimiert, ergonomisch und auch gewichtstechnisch.
um hier das Gewicht zu optimieren und aber trotzdem die perfekte Kraftübertragung von der Kingpin zu gewährleisten. Sehr, sehr geil. Hannes, ich danke dir. Ich freue mich sehr auf die Kooperation und ich glaube, wir werden hier was Geiles auch für die Zuschauer in dieser Saison auf die Beine stellen. Vielen Dank. Freut mich auch. Danke. Ja, Leute, sind auf dem Weg nach Innsbruck. Die Skisaison wird jetzt eröffnet. Und wie ihr seht, ich bin jetzt bestens ausgestattet mit Matte, mit Skimaterial, aber auch, ich habe auch viele Ideen gesammelt. Und es ist ganz, ganz toll, jetzt da einen Partner zu haben, der bereit ist, mich zu unterstützen mit Material, aber auch natürlich auch mit anderen Ressourcen noch. Das spielt natürlich auch eine Rolle, da will ich euch nichts verheimlichen. Ist aber auch für mich irgendwie eine Bestätigung der Arbeit, aber andererseits auch eine Form der Energie, die dann zu mir kommt, dass ich dieses Projekt noch weiter voranbringen kann, dass ich euch geileren Nutzen liefern kann und dann halt auch mit solchen Experten wie heute sprechen kann, für euch dann wirklich Informationen aus erster Hand holen kann und auch vielleicht noch weitere Ideen springen kann, weil Völkel, die haben sich jetzt wirklich mit dieser Kooperation committed mit mir, hier mal das ganze Game ein bisschen aufzuwühlen auf YouTube, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen verstehen, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Es soll nicht heißen, dass ich das bereue, dass ich bei anderen Kooperationspartnern vorher war, sondern das war eine gute Zeit, die ist jetzt vorbei und jetzt gehen wir mit Völkel, Marker, Dabello auf das nächste Level. Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich habe viele Ideen, ich möchte angreifen, auch mit Theresa, noch mit anderen auch. Und natürlich, wenn ihr mit mir Skifahren wollt, schreibt mich einfach an für ein Coaching, Skicamps. Termine sind auf meiner Homepage, Link in der Beschreibung, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, in 10 Kilometer euer Julian. Ciao. Und auf A3. Bye, bye.